Die Zeit. Hier im Wasser der Havel scheint sie langsamer zu fließen. 25 Jahre trug Thomas Hettje einen verwunschenen Ort in sich, die Pfaueninsel. Am Ende ein historischer Roman, ein Märchen. Man trifft hier nicht auf, sagen die harten Widersprüche der Gesellschaft, sondern man trifft auf die Traumbilder, man trifft auf die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen, die sich hier verkörpert haben. Mich hat interessiert, wie meine Heldin, die kleinwüchsige Maria Dorothea Strakon, wie die klarkam in so einer künstlichen Welt. Die Pfaueninsel zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ein preußisches Arkadien, hochartifiziell. Die Zwergin Marie lebt hier zusammen mit anderen Wesen. Kurios wie sie, exotisch. Eine Wunderkammer des Fremden. Schlossfräulein, dachte Marie und begann zu weinen, war sie nur in dieser Welt der Lüge, in der wirklichen aber ein Monster. Marie, sie ahnt es. Eine neue Ära kündigt sich an. Eine Ära des Fortschritts. In ihrer Lebenszeit fällt eben die Entdeckung, fällt Darwin, fällt Mendel, fällt ein anderes Bild der Welt, fällt der Beginn des Imperialismus, ein rationaler Umgang mit dem Fremden. Abweichungen werden nicht mehr bestaunt, sondern klassifiziert, abgewertet. Lustvolle Exzentrik weicht der Norm. Was bleibt? Ein Abgesang auf eine vergangene Welt und ihre fragile Schönheit. Hettje erweist sich erneut mit diesem Buch als einer der raffiniertesten und elegantesten Stilisten unserer Gegenwartsliteratur. Und er wirft sich mit großer Lust dieses historische Sprachgewand über. Und er schafft es, eine wunderbare Synthese aus Reflexion, aus Theorie auch und eben einer sehr sinnlichen Sprache zu schaffen, die uns alle überzeugt hat. Sie will ein selbstbestimmtes Leben führen und stößt ständig an Grenzen. Sie ist einsam und verletzt alle, die es gut mit ihr meinen. Rippchen nennen sie die magere junge Frau. Sie selbst gibt sich den Namen April. April ist ja der Monat, der genauso unberechenbar ist wie April, das Mädchen selbst. Hagel, Sonne, Regen, die Unbeständigkeit schlechthin. Eine vermurkste Kindheit in der DDR liegt hinter ihr. Nun, mit 18, soll sie auf eigenen Beinen stehen. Doch April stürzt immer wieder ab. Alkohol, Drogen, Selbstmordversuch. Irgendwie kommt sie jedes Mal davon. Sie begegnet Leuten, die sich um sie kümmern. Und ich glaube, dass die April die ersten 25 Jahre dort in der DDR sozialisiert worden ist, ist nicht unwichtig. Geborgenheit im real existierenden Sozialismus. In den 80ern wird es April dennoch zu eng. Sie stellt einen Ausreiseantrag, geht in den Westen, wie Angelika Klüssendorf. Neue Freiheit, aber kein Happy End. Zu schwer wiegen die Traumata der Kindheit. Ihr Atem fegt alles beiseite. Die Schönheit der vergangenen Tage, die Geborgenheit, die sie empfunden hat, die Freude. Als wäre ihr Körper ein Hochdruckgerät, aus dem ihr Atem mit einer Geschwindigkeit entweicht, die Häuser zum Einstürzen bringen könnte und Menschen Nähe. Liebe. Angelika Klüssendorf beschreibt die Geschichte einer schwierigen Emanzipation. Schnörkellos, schonungslos. Frau Klüssendorf ist auf der Shortlist, weil sie mit ihrem herben, lakonischen Sprachstil die Heftigkeit dieses Lebens von April wunderbar darstellt. Alle kennen das Mädchen, diese
quasi ersten Teil und es ist faszinierend zu lesen, was diese junge Frau ausmacht. Und es ist auch ein Sittengemälde der frühen 80er bzw. späten 70er Jahre in Leipzig und Berlin. Faszinierend. Es ist der Moment nach dem großen Knall. 2010. Auf Island bricht ein Vulkan aus und plötzlich Ausnahmezustand. Ein Riss in der Normalität. Davon erzählt die Schweizerin Gertrud Leutenegger in ihrem Roman Panischer Frühling. Sobald so ein Riss entsteht, werden oft Dinge möglich, die man vorher nicht geahnt, nicht befürchtet und nicht erhofft hat. Europa in der Warteschleife. Auszeit. Auch in London, im Leben einer Frau in den mittleren Jahren. Wie in einem Schwebezustand flaniert sie durch die Straßen und durch die Bruchstücke ihrer Erinnerung. Alle Geräusche der erwachten Stadt drängten ungehindert und geradezu triumphierend in die Leere empor. Sie trifft auf einen geheimnisvollen jungen Mann. Schön ist er und zugleich entstellt durch ein Feuermahl. Der Titel Panischer Frühling erinnert ja auch an Pan, den Hirtengott in der Antike, der dieses Doppelgesicht hatte. Einerseits verzauberte, verführte er die Menschen, andererseits versetzte er die Tiere in eben panischen Schrecken. Dieses Changieren zwischen Gegensätzen, zwischen Nähe und Ferne durchzieht diesen Roman. Ein Naturereignis gibt ihm seinen Rhythmus. Und die Stille danach den Zauber. Gertrud Leutneckers Roman Panischer Frühling hat die Jury überzeugt, weil es ein sowohl tiefsinniges als auch federleichtes Buch ist, geschrieben in einer poetischen, musikalischen und sehr exakten Sprache. Gegenwart knallhart, auf den Straßen einer Großstadt. Ein Mann, obdachlos, abgerutscht aus der Mittelschicht, und eine Frau, Kassiererin im Discounter. Thomas Melle steigt in seinem Roman hinab in das Leben unterhalb der Armutsgrenze. Das Buch ist sowohl wütend als auch zärtlich. Dass ein Grundimpetus meines Schreibens aus Wut kommt, ist klar. Ja. Wut über eigene Sachen, die ich erlebe, Wut über allgemeine Zustände. Aber ich würde das Buch jetzt nicht als das wütendste bezeichnen, das ich je geschrieben habe. Jede Menge Wut und Zärtlichkeit, das steckt hinter den kühlen, knappen Sätzen von Thomas Melle. Spaghetti, Spaghetti, Tomatenmark, Bier und Katzenfutter. Das ewige Einerlei der Kassentöne und Waren macht sie schon lange nicht mehr schwindelig. Aber die Blicke tun es neuerdings. Diesmal sollte die Sprache sehr klar sein. Ja. Und der rhetorische Amoklauf, den ich manchmal so veranstaltet habe, das war mir dann langweilig. Und vielleicht sind die leiseren Metaphern manchmal die effektiveren. Thomas Melle schreibt über die Zumutungen der Armut. Hier, jetzt, wo 3000 Euro nicht sein können und trotzdem alles. Zwei Gescheiterte. Sie träumt von der Zukunft, wenigstens das. Er aber hat nur noch Heimweh. Heimweh nach der Vergangenheit. Dieses Buch hat einen ungeheuren Sog. Es ist sehr schnell, sehr rasch erzählt. Es hat eine sehr klare rhythmische Struktur, die einen durch die Geschichte führt. Ich hatte immer das Gefühl, da merkt man den Theaterautor. Er weiß genau, wann eine Szene aufhören muss, wann die nächste beginnen sollte. Und insofern habe ich es in einem Rutsch durchgelesen.
10% Land, 90% Himmel. So sieht Lutz Seiler diese Ostseeinsel. Hiddensee war schon immer ein Sehnsuchtsland gewesen. Zu DDR-Zeiten eigentlich fast ein Mythos. Jeder wollte unbedingt einmal, wenigstens in seinem Leben, auf diese Insel. Sommer 89. Ed, ein vom Schicksal gebeutelter Student, strandet hier. Heuert in der Gaststätte Klausner als Saisonkellner an. Er trifft auf Seelenverwandte, andere Außenseiter. Sie alle hat die Sehnsucht nach Freiheit auf dieses Eiland am äußersten Rand der DDR getrieben. Der Entschluss, auf der Insel zu leben, genügte, um voneinander das Wichtigste zu wissen und wirkte wie ein unsichtbares Band. Wer hier war, hatte das Land verlassen, ohne die Grenze zu überschreiten. Im Klausner trifft Ed auf Crusoe, den Guru der Insel. Und während Tausende in diesem Sommer die DDR verlassen, predigt Crusoe seinen Schiffbrüchigen des Lebens etwas anderes, jenseits aller Grenzen. Die innere Freiheit. Die Wurzel, die jeder in sich trägt, das ist einer seiner Ansätze, dass die Freiheit in jedem wohnt und man nur, dass es nur sehr schwer ist, dieses Erbe anzutreten. Lutz Seiler entwirft eine Utopie, die zum Scheitern verurteilt ist. Eine tiefgründige Robinsonade, bilderreich und wortgewaltig. Lutz Seiler schafft es in seinem Roman Crusoe tatsächlich die großen Geschichtslinien, nämlich Sommer 89, kurz vor der Wende in Deutschland, auf Hiddensee spielend, einerseits im Hintergrund mitlaufen zu lassen, andererseits sehr persönliche Schicksale zu beschreiben. Er schafft das vor allem, weil er sehr genau in seiner Sprache ist. Sein erster Roman als Lyriker kennt er genau die Macht von Worten. Heinrich Steinfest hat Höhenangst. Und gerade deshalb begibt er sich gern in luftige Höhen. Wie sein Held Sixten Braun in Der Allesforscher. Mein Geist rebellierte und ließ den Körper im Stich. Der Geist fragte, was machst du hier überhaupt? Was soll der Unfug? Bist du eine Gemse? Merkwürdige Begebenheiten gibt es viele in diesem magisch-merkwürdigen Stück Literatur. Für mich ist die Romanwelt ein Paralleluniversum. Ich meine, ich bin ja nicht der einzige Autor, der sagt, dass seine Figuren ihn überraschen, weil ich eben am Anfang einer Geschichte nicht alles über diese Figuren weiß. Und so passiert ständig Unerwartetes. Ein Buch wie eine Wundertüte, die über uns zerplatzt. Ein Panoptikum, ein sehr realer Traum. In Taiwan wird Sixten von einem explodierenden Wal niedergestreckt. Er überlebt einen Absturz. Dann endet der Topmanager in Stuttgart als Bademeister und Laufass. Später bekommt er einen Sohn, der nicht der seine ist. Das ist auch mein Zugang zur Welt, dass die großen, die kleinen Sachen, das scheinbar Wichtige, das scheinbar Unwichtige, für mich steht das alles nebeneinander. Ich sage gern, ich bin kein Jäger, aber ich bin ein Sammler. Verrückt, abenteuerlich, der Allesforscher. Ein Spiel mit ganz eigenen Regeln. Heinrich Steinfest ist es geglückt, einen ausgesprochen geistreichen, amüsanten, von Einfällen und bizarren Zwischenfällen geradezu sprühenden Roman über unser globales Leben zu schreiben. Das ist eines dieser ganz seltenen Bücher, bei denen man sich auf hochintelligente Weise königlich amüsiert.